Es ist ein besonderer Tag für Andrea Pfundmeier und Robert Freudenreich. Im Juni in Berlin. Die beiden Gründer haben eine Software entwickelt. Sie bereiten sich vor für ihren Auftritt vor der Jury des Deutschen Gründerpreises. Wir freuen uns natürlich, dass wir der Jury jetzt mehr über unser Produkt, über unser Thema erzählen dürfen, auch persönlich. Wir haben ja vorher schon den Businessplan eingeschickt, aber es ist doch wie was anderes, wenn wir persönlich über unser Unternehmen berichten dürfen. Und da freue ich mich eigentlich am meisten drauf. Auch er will den Deutschen Gründerpreis gewinnen. Jan Bredak, der Gründer einer Supermarktkette mit veganen Lebensmitteln. Ich merke das ja an meinen Mitarbeitern. Die wimmeln ja alle, sind ganz verrückt. Und ich denke, dass sie heute alle die Daumen drücken, dass sie. Wir wollen natürlich ganz logischerweise am Ende des Tages ganz oben stehen. Also es wäre auch gegen meine Natur, wenn ich das nicht wollte. Auch sie sind nominiert, Thomas Jänisch und Felix Roland. Sie präsentieren gehäkelte Mützen. Das sind ihre Produkte. Damit machen die Gründer riesige Umsätze und gewinnen. Bisher hat man sowas in der Art ja noch nicht erreicht. Oder sprechen dann eher vor handarbeitenden Lehrerinnen oder Schülern. Heute ist schon mal ein besonderer Vortrag. Alle Kandidaten müssen vor die Jury. Das sind Experten der Sparkassen, vom Stern, von Porsche und vom ZDF. Drei Unternehmen in jeder Kategorie haben es bis hierhin geschafft. Es geht um Zahlen, Chancen, Perspektiven und um die Persönlichkeit der Gründer. Ein Gründer muss die Jury begeistern können, von seiner Idee, muss mitreißen können und muss Überzeugungstäter sein. Ein Gründer hat den Deutschen Gründerpreis verdient, wenn er eine innovative Idee mitbringt, die auch eine gewisse Zeit überdauert, eine Chance hat, dass was Größeres draus wird. Und er muss auch mit seiner Persönlichkeit hinter dieser Idee stehen und sie glaubwürdig vertreten. Also er muss eigentlich für seine Idee brennen. Das ist ja der Sinn dieses Preises, andere anzuregen, eine Idee umzusetzen, den Mut zu haben, etwas zu gründen und auch sein Schicksal, sein wirtschaftliches Selbst in die Hand zu nehmen. Die Jury-Sitzung. Hinter verschlossenen Türen wird lange diskutiert und dann abgestimmt darüber, wer ihn bekommt. Den Deutschen Gründerpreis 2014. Gute Nachricht ist, die Jury hat sich geeinigt. Die schlechte, wir verraten es aber noch nicht, wollen lieber mit dem Bundeswirtschaftsminister vorher noch mal darüber sprechen, wie sich die Gründerszene in Deutschland geändert hat. Sigmar Gabriel, darf ich bitten? Eine Ihrer ersten Amtshandlungen soll es gewesen sein, beim Deutschen Gründerpreis zuzusagen. Warum war Ihnen das wichtig? Warum ist Ihnen der Preis wichtig? Nee, wir haben in Deutschland durchaus ein Problem. Wir haben eine rückgehende Zahl von Gründerinnen und Gründern, von Unternehmensgründungen. Hat ein bisschen was damit zu tun, dass die wirtschaftliche Lage gut ist, sodass sich doch viele für ein Angestelltenverhältnis entscheiden und den Schritt in die Unternehmensgründung nicht wagen. Aber das größere Problem in Deutschland ist, dass wir, wenn sich Unternehmen gegründet haben, wenn Menschen den Mut hatten, den Schritt zu machen, dass ihnen das Kapital oft fehlt, um wirklich erfolgreich zu werden. Das ist ein Riesenproblem in unserem Land. Ich komme gerade, insofern passt das hier für meinen Tagesablauf ganz gut, von einer Buchvorstellung. Ich glaube, ich darf nicht sagen, von wem, aber... Och. Doch, Christoph Käse, Silicon Valley. Der war ein halbes Jahr dort. Und beschreibt den dramatischen Unterschied in der Finanzierung von Wachstum für Start-up-Unternehmen zwischen dem Silicon Valley und Deutschland. Und da, glaube ich, müssen wir eine Menge ändern in den politischen Rahmenbedingungen, ganz bestimmt. Aber auch in der Bereitschaft von etablierten Unternehmen, in junge Unternehmen zu investieren. 15 Milliarden Euro pro Jahr nur im Silicon Valley, das ist ein Vielfaches dessen, was in ganz Deutschland investiert wird. Und das ist ein Wettbewerbsnachteil für unser Land. Haben Sie eine Idee, wie die größeren Unternehmen dazu bringen, mehr zu investieren? Nein, das, glaube ich, ist eine Debatte, die wir führen müssen in Deutschland. Unsere Aufgabe in der Politik ist es auch zu überlegen, ob wir eigentlich vernünftige Rahmenbedingungen haben. Also zum Beispiel, wie ist es eigentlich, wenn ein Unternehmen einsteigt in ein junges Unternehmen, das Verlustvorträge hat, dann ist das Interesse des Unternehmens, das einsteigt, gewiss nicht mit dem Geld, mit dem es einsteigt, zuallererst mal die Steuer sozusagen für diese jungen Unternehmen nachzuzahlen. Das ist nicht der Grund, warum Unternehmen da einsteigen.
Das ist ein kleines Beispiel dafür, dass wir natürlich auch in den Rahmenbedingungen Dinge vereinfachen müssen, dass jemand sagt, ich mache das jetzt. Aber ganz am Ende, deswegen ist die Veranstaltung so wichtig, ist es auch eine Haltungsfrage. Es ist schon auch eine Frage, wie gehe ich an junge Unternehmen ran als etabliertes Unternehmen und bin ich bereit, da einen Teil dessen, was mir zur Verfügung steht, zu investieren. Und ich finde, nichts kann man mehr tun und Besseres tun, als gute Beispiele vorstellen. Und wie das heute. Tut und das Absolut. Tut der Gründerpreis, deswegen ist er so gut. Wie hat sich die Gründerszene aus Ihrer Sicht gewandelt? Welche Rolle spielt da die zunehmende Digitalisierung? Das ist das zentrale Thema, glaube ich, für die Wettbewerbsfähigkeit nicht nur der deutschen, sondern international der Wirtschaft in Europa. Mich hat sehr erschreckt, dass wir gerade eine Untersuchung hatten, bei der 1000 mittelständische Unternehmen befragt wurden. In dieser Woche wurde es veröffentlicht, wo die Überschrift lautete: Der deutsche Mittelstand interessiert sich nicht für die Digitalisierung. Da der deutsche Mittelstand aber das Rückgrat der deutschen Wirtschaft ist, ist es sozusagen, glaube ich, gefährlich, wenn wir dieser Herausforderung einer völlig geänderten Produktionsprozessen und Geschäftsmodellen, die Arbeitsbeziehungen verändern sich, wenn wir denen ignorant gegenüberstehen. Und wer helfen kann, das aufzubrechen, sind junge Unternehmensgründer. Berlin übrigens ist ein Standort, der da sehr aufgeholt hat, denn wenn man mit der Szene da redet, da reden die über New York, Tel Aviv und Berlin in einem Atemzug. Ich finde, das macht eine gute, einem auch Freude als ja, Wirtschaftsminister. Ne? Aber wenn ja. man hingeht und dann sieht, dass die Unternehmen, die da Geld reinstecken, dann aus Kalifornien kommen, dann allerdings wird man auch noch mal nachdenklich. Also meine Bitte ist, jeder soll mal überlegen, was können wir tun, um mehr in junge, erfolgreiche Unternehmen zu investieren, und nicht gleich abzuschrecken, wenn die mit der ersten Idee gescheitert sind. Das ist auch etwas, was sich in Deutschland ändern muss. Absolut. Besteck ist Ihr Business, und zwar für ältere Menschen. Wenn die Hände zittern, soll es mit Ihrem Besteck einfacher werden. Das ist die Idee des Teams EQUO, des Heilig-Geist-Gymnasiums in Würselen. Wir haben beobachtet, dass unsere Großeltern teilweise Probleme beim Essen haben, weil ihre Hände zittern. Und obwohl es dagegen halt Therapien gibt, haben wir halt gedacht, was wäre denn eine direkte, schnelle Hilfe? Und deshalb haben wir dann unser Produkt entwickelt. Unsere Idee ist es, dass wir für Tremorpatienten einen Löffel entwickeln, der das Zittern des Tremors ausgleichen soll, indem sozusagen der rhythmische Tremor analysiert wird und mit Elektromagneten entgegengewirkt wird. Klingt kompliziert, ist es aber nicht. Ihr Besteckaufsatz soll das Zittern der Hände ausgleichen, um Patienten mit Tremor zu ermöglichen, wieder alleine zu essen. Die Schüler konzipieren und konstruieren. Ein Aufsatz auf dem Löffel soll zunächst die Zitterbewegung messen und dann individuell stabilisieren, mithilfe von Elektromagneten. Gemeinsam erforscht das Team die technischen und physikalischen Voraussetzungen dafür. Dann die erste Produktvorstellung. Die Schüler präsentieren ihrem Paten, einem gestandenen Manager, das Marketingkonzept und die selbstgestaltete Werbeanzeige. Sie lernen, wie man einen Markt erschließt und erobert. Ihre Idee hat fraglos Potenzial. Ich denke, gerade in der Phase, in der wir jetzt alle sind, wir wissen nicht genau, was machen wir jetzt, wo geht unser Weg nach dem Abitur hin, dass es besonders da dieser Gründerpreis richtungsweisend ist, auch für mich war. Und ich bin jetzt 120% sicher, ich möchte in der Wirtschaft arbeiten, studieren und eventuell auch selbstständig werden. Das Team EQUO des Heilig-Geist-Gymnasiums Würselen will Menschen mit einer Tremorerkrankung ein Stück Lebensqualität zurückgeben. Dafür sind sie nominiert für den Deutschen Gründerpreis für Schüler. Ich habe jetzt hier einen Umschlag bekommen. Ich hoffe, dass das Richtige drin ist. Ich auch. Den Deutschen Gründerpreis in der Kategorie Schüler bekommt das Team EQUO. Das sind diejenigen, die eben das Besteck vorgestellt haben. Herzlichen Glückwunsch. So sieht also ein Siegerteam aus Würselen aus. Würselen, berühmt nicht nur durch den Präsidenten des Europäischen Parlaments, sondern durch wichtige Fußballspieler.
in Deutschland, wie Jupp Derwal, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, und andere. Wussten Sie das nicht? Ich glaube, die Frage stellt sich eher nach den anderen. Doch, es gibt noch ein paar. Ich finde, dass das ein tolles Gewinnerteam ist. Ich habe mir die Geschäftsidee angeschaut und ich meine, wir alle wissen, dass das Thema, mit dem ihr euch befasst habt, eines ist, das viele Familien, viele Menschen beschäftigt und sich sozusagen Gedanken über die Frage zu machen, wie ich einerseits Menschen helfen kann, sozusagen ihren Alltag besser zu gestalten und daraus dann aber eine Geschäftsidee zu entwickeln. Das ist, finde ich, eine wirklich tolle Aktion, die ihr da gestartet habt. Und ich finde, es zeigt Gespür für die wirklichen Bedürfnisse von Menschen. Das, was Menschen fehlt und was ihnen das Leben erleichtern kann. Und so haben ja viele der großen Unternehmer und Erfinder sozusagen angefangen, von der Glühbirne bis zum Telefon und dem Auto. Und das habt ihr genauso getan. Ihr habt also die Chance, daraus genauso erfolgreich zu werden wie die, die vor euch begonnen haben. Und ihr habt euch Gedanken gemacht, nicht nur über die Frage, was Menschen brauchen, sondern eben auch, wie kann man daraus ein Unternehmen entwickeln mit Arbeitsplätzen und mit der Chance, eine eigene Zukunft zu gestalten. Das jedenfalls habe ich eben aus dem Beitrag herausgehört. Ihr habt das Marktpotenzial erkannt und ihr habt eins der ganz großen Themen unserer Zeit angefasst, nämlich den demografischen Wandel, der auch solche Antworten erfordert. Die gesellschaftliche und wirtschaftliche Relevanz gehört immer dazu, wenn man erfolgreich sein will. Deswegen finde ich, hat das Team es wirklich verdient, den Deutschen Gründerpreis zu bekommen, meine Damen und Herren. Meistens kommen die Teams ja aus einer Gruppe, aus einer Klasse bei Schülerinnen und Schülern. Bei euch ist das, glaube ich, nicht der Fall, sondern da geht es sozusagen quer durch die Schule. Das Equo-Team hat einen schwierigeren Weg gewählt. Sie kommen aus verschiedenen Klassen, aber haben damit noch etwas bewiesen, was man als erfolgreicher Gründer schaffen muss. Sie haben gezeigt, dass sie ein heterogenes Team zusammenbringen können, fokussieren können und gemeinsam produktive Kräfte entwickeln. Eine Idee mitten aus dem Leben, ein großartiges Team, ein Zukunftsthema mit Potenzial, aber vor allen Dingen eine Entwicklung mit viel Leidenschaft. Herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch. Und alles Gute für die Geschäftsidee. Ich weiß nicht, wem soll ich das geben? Alles Gute. Und schöne Grüße nach Rosalind. Wir kommen jetzt zur Preisverleihung in der Kategorie Start-up. Ich werde jetzt den Umschlag öffnen. Das ist auch der hoffentlich der richtige und nicht der von eben vom Herrn Minister. In der Kategorie Startup gewinnt die Secomba GmbH. Andrea Pfundmeier und Robert Freudenreich. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Das ist für Sie. Sie sorgen für Sicherheit in der virtuellen Datenwolke, der Cloud. Andrea Pfundmeier und Robert Freudenreich, die Gründer der Secomba GmbH und ihre Software Boxcryptor. Wir geben eigentlich jedermann ein Stück Software an die Hand, mit der er die Sicherheit seiner Daten schützen kann, bevor er diese in der Cloud speichert. Das heißt, wenn man einen Cloud-Speicheranbieter wie Dropbox oder wie Google Drive verwendet, kann man mit unserer Software Boxcryptor seine Daten verschlüsseln und ist damit auf der sicheren Seite. Die Software von Secomba verschlüsselt die Daten auf dem eigenen Computer, bevor sie dann in die Cloud kommen. Entschlüsseln kann sie nur der Nutzer selbst auf seinem eigenen Rechner. Die Software funktioniert auf allen Geräten und mit mehr als 20 Cloud-Anbietern und ist extrem leicht zu bedienen. Das ist weltweit einzigartig.
Die Basisvariante ist gratis. Sicherheit für jedermann. Umsatz macht Secomba mit Geschäftskunden. Die ehemaligen Studenten werden ernst genommen mit ihrer Sicherheit made in Germany. Ja, meine Damen und Herren, die beiden haben offenbar ziemlich viel richtig gemacht. Und gehen wir noch mal ganz kurz die Agenda durch. Also, Sie haben zunächst das Produkt kostenlos angeboten. Das schafft nämlich Aufmerksamkeit. Das ist ganz schlau. Und dann haben Sie einen Investor ins Boot geholt. Und nicht nur das, Sie haben sogar mit mehreren verhandelt und waren auch dabei ziemlich tough und abgezockt und haben so richtig gepokert, wie uns einer der Investoren auch berichtet hat. Selbstbewusst sind die beiden also auch. Mit dem Geld haben Sie dann einen Entwickler an Bord genommen und die Software für alle Plattformen, Devices weiterentwickelt, also für Macs, für PCs, für mobile Geräte und für alle Cloud-Anbieter natürlich auch. Und Sie haben kostenpflichtige Services für Businesskunden angeboten, erfolgreich angeboten. Naja, und dann hat natürlich auch die NSA-Abhöraffäre dafür gesorgt, dass der Businessplan nochmal so ein bisschen einen Boost bekommen hat. Das hat sicherlich auch geholfen. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Feiern Sie. Der Deutsche Gründerpreis in der Kategorie Aufsteiger geht an Dr. Stefan Dur und Dr. Philipp Baske von der Nanotemper Technologies GmbH. Ja, wenn der Begriff Nano davor steht, dann geht es in der Regel um Dinge, die man mit dem bloßen Auge nicht sehen kann. Und ehrlich gesagt, auch oft nur ziemlich schwer begreifen kann. So ist es auch bei Ihnen, bei Nanotemper Technologies. Ich versuche mal grob zu beschreiben, was die beiden Gründer machen. Sie vergeben mir, wenn ich das zu einfach erkläre. Wenn Moleküle sich aneinander binden, also das ist fast wie bei Menschen, dann bewegen sie sich anders und sie strahlen dann ein anderes Licht aus. Und genau diesen Effekt können die beiden Gründer mit einem selbstentwickelten Verfahren sichtbar machen. Dabei werden die Nanomoleküle unterschiedlichen Temperaturen ausgesetzt. Nano und Temper eben. Ganz einfach, oder? Sie haben die Pharmaforschung revolutioniert mit ihren Messgeräten für Moleküle. Dr. Philipp Baske und Dr. Stefan Dur, die Gründer der Nanotemper Technologies GmbH. Nanotemper hat es zum ersten Mal seit 20 Jahren geschafft, dass eine neue biophysikalische Messmethode in der Pharmaindustrie etabliert werden konnte. Und unsere Vorteile sind ganz klar, dass wir mit 1000-mal weniger Material auskommen und bis zu 100-mal schneller messen können. Ja, das heißt, die ganze Forschung ist effizienter. Gleichzeitig ermöglichen wir aber auch Messungen, die bis dahin nicht möglich waren. Mit ihrer Innovation soll die Pharmaforschung nun früh erkennen können, ob ein neuer Stoff auch wirken kann. Was mit herkömmlichen Verfahren mehrere Tage dauert, gelingt mit der Nano-Temper-Messung in nur wenigen Minuten. Das macht vor allem die Forschung für seltene Krankheiten rentabel. Ein großer Schritt für die Medizin und die Patienten. Die Idee für das Verfahren hatten die beiden an der Universität. 2 Jahre haben sie getüftelt und konstruiert. Dann hatten sie ein Gerät, das ihr Verfahren auch umsetzen kann. 6 Jahre nach der Gründung liefern sie ihre Geräte in alle Welt. Also wir haben so zu zweit angefangen, dann sind wir hier auf 600 Quadratmeter zu 6 Reihen. Und jetzt haben wir fast 50 Leute auf 1800 Quadratmetern. Also man sieht so richtig die Entwicklung, man wird immer besser. Und man treibt auch die Konkurrenz vor sich her. Also wenn man so richtig große Konzerne hat, die jetzt uns versuchen zu kopieren, das ist richtig cool. Dr. Stefan Dur und Dr. Philipp Baske und ihr Unternehmen Nanotemper Technologies. Wir kommen zum Sonderpreis. Diesen Preis muss es nicht geben. Es gab auch schon Jahre, wo die Jury sich entschieden hat, ihn nicht zu verleihen, denn es braucht schon einen Preisträger, der ihn in den Augen der Jury wirklich verdient hat. Und das ist in diesem Jahr auf jeden Fall
der Fall. Der Preisträger 2014 wird Sie mit Sicherheit beeindrucken. Die Laudatio übernimmt der Intendant des ZDF, Thomas Bellut. Meine Damen und Herren, eine gute Vernetzung ist heutzutage praktisch die Grundvoraussetzung für Erfolg. Wer die richtigen Kontakte hat, der hat es leichter. Auch deshalb sitzen wir heute Abend alle so zusammen. Und an dieser Stelle möchte ich auch einmal ein Dankeschön von uns Partnern an all die erfolgreichen Unternehmerinnen und die Unternehmer sagen, die heute Abend da sind, um sich mit den Newcomern dann im günstigsten Verlauf des Abends auch zu vernetzen hier heute Abend und ihre Netzwerke dann den Neuen zur Verfügung stellen. Unser heutiger Sonderpreis hat auch was mit Netzwerken zu tun. Die Geschichte beginnt in den USA und sie ist wirklich gut. Da hat sich ein junger Forscher, ein Mediziner aus Deutschland, bei seinem Studium in Harvard maßlos geärgert. Er hat an etwas geforscht, von dem ein anderer Forscher woanders auf der Welt schon schlüssig bewiesen hatte, dass das nicht geht. Hätte unser junger Forscher aus Deutschland das gewusst, er hätte eine Menge Mühe, Zeit und auch Geld sparen können. Er hat erkannt, in der Wissenschaft wird nur das veröffentlicht, was erfolgreich bewiesen ist. Das ist schon lange Zeit so, seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden. Aber von dem, was nicht klappt, davon erfährt man üblicherweise nichts. Mit dem Ergebnis, dass weltweit in der Wissenschaft wohl eine Menge Zeit vertan wird mit überflüssigen Versuchen. Und das muss ja nicht sein. Also hat der junge Wissenschaftler ein Netzwerk für Wissenschaftler gegründet. Man kann es ruhig so nennen, vielleicht widerspricht er mir gleich, ein Facebook für Wissenschaftler. In Deutschland, und das haben wir schon häufiger gehört, wollte von seiner Idee zunächst niemand so richtig hören. Schlagen Sie sich doch diesen Firlefanz aus dem Kopf, soll man ihm gesagt haben. Bin gespannt, ob das wirklich so ist. Aber er hat sich auf jeden Fall nicht beirren lassen. Ein echter Gründer eben. In den USA fand er alle Unterstützung, die er für seine Idee brauchte. In seinem Netzwerk tauschen sich nun Forscher weltweit darüber aus, an was sie gerade arbeiten, darüber, was funktioniert, aber eben auch darüber, was nicht funktioniert. Fast die Hälfte der weltweit 8 Billionen Wissenschaftler, ich wusste gar nicht, dass es diese Zahl gibt, machen schon mit. Sein Netzwerk ist heute die größte wissenschaftliche Community. Es heißt ResearchGate. Er kam zurück aus den USA. Eine gute Nachricht für Deutschland. Sein Unternehmen sitzt hier in Berlin in Mitte. Und der Gründer heißt Dr. Ijad Madisch. Er bekommt den Sonderpreis des Deutschen Gründerpreises 2014. Bitte kommen Sie auf die Bühne. Herzlichen Glückwunsch. Der Preis. Herzlichen Glückwunsch. Da ist er. Den darf ich noch überreichen. Prima. Und jetzt überlasse ich Sie. Vielen Dank, Thomas Bellut. Und Sie haben dieses Unternehmen offenbar auch nicht gegründet, um reich zu werden. Nee, da hätte ich was anderes gemacht. Das hat ja auch lange gedauert. Wir waren auch mehrmals kurz vorm Aus. Gerade auch mit meinem Professor. Ich habe dann ja dann gekündigt. Ich wollte ja dann, habe gesagt, nee, als Arzt arbeiten, das ist nichts. Ich kann damit viel mehr verändern. Und, bei dem Professor gekündigt, der das mit dem Firlefanz genau, gesagt hat. Ich bin hereingegangen in sein Büro und sagte so, ja, Herr Professor Manz, ich darf jetzt sogar seinen Namen auch nennen. Er ist nämlich stolz darauf, Professor Firlefanz genannt zu werden. Ich würde gerne dieses Netzwerk gründen. Und dann meinte er so, ja, Wissenschaftler sind nicht sozial, das wird sich nicht ändern, das ändern sie auch nicht. Naja, ich habe dann gekündigt und bin dann zurück in die Staaten gegangen. Und er ist jetzt ein aktiver Nutzer von ResearchGate. Also ja, manchmal dauert es einfach. Ja. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Möglichkeit, heute Abend den Deutschen Gründerpreis für das Lebenswerk zu überreichen, ist etwas ganz Besonderes. Im Kuratorium ist die Frage, welche Persönlichkeit erfüllt einfach auch den Wunsch, das, was Gründer ausmacht, und zwar über auch eine lange Zeit erfolgreich zu wirken. Welche Persönlichkeit, Mann oder Frau, passt einfach auch
zu dem, was der Deutsche Gründerpreis für die Schüler, für die Start-ups, für die Aufsteiger, für die Sonderpreisträger ausmacht. Ich habe den Umschlag hier. Da ist der Name drin. Und es ist mir eine große Ehre und uns allen ein besonderes Vergnügen, dass der Deutsche Gründerpreis in der Kategorie Lebenswerk im Jahr 2004 auf 2014, ich habe auch einen Versprecher frei, ja. Dass der Deutsche Gründerpreis in der Kategorie Lebenswerk im Jahr 2014 auf Herrn Professor Götz Werner fällt. Lieber Herr Professor Werner, Gründer der DM Drogeriemärkte, bitte kommen Sie zu uns auf die Bühne. Mein Glückwunsch erst einmal. Ich darf Ihnen den schon geben? Bitte schön. Wenn man Professor Werner nach seinem Beruf fragt, dann antwortet er sehr gerne Zahnpastaverkäufer. Und lieber Herr Professor Werner, das ist mit Verlaub sehr, sehr, sehr bescheiden. Und bevor Sie sich heute Abend wieder so vorstellen, will ich es allen Gästen mal klipp und klar sagen, Zahnpasta verkauft er auch. Aber nicht nur. Dieser Mann, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist der Gründer von Europas erfolgreichster Drogeriemarktkette. Heute deren Aufsichtsratsvorsitzender. Sein Unternehmen, die DM Drogeriemärkte, sind die Nummer eins. Und das hat er geschaffen in 40 Jahren von 0 auf 100. Das ist sein Lebenswerk. Und das ist einen Applaus wert. Nun muss man wissen, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass die Drogeriebranche ihm quasi in die Wiege gelegt war. Ihr Großvater, Ihr Vater, beide waren Drogeristen in Heidelberg. Und natürlich hätte man sagen können, einfach so weitermachen. In Heidelberg, in der dritten Generation. Aber nein, Sie haben den richtigen Spürsinn. Nach vorne geht's bei ihm von Anfang an. 1973 die erste Filiale in Karlsruhe. Heute ist DM das größte Drogerieunternehmen in Europa. Knapp 3000 Filialen in 12 Ländern. 50.000 Mitarbeiter. Sein Lebenswerk. Und es vergeht wohl kaum ein Tag, an dem Götz Werner nicht in irgendeiner der Filialen auftaucht. Einfach so, wie ein Kunde. Da können manche Mitarbeiter ein Lied von singen. Wir haben also hier keine Ängste und gar nichts. Er geht sehr freundschaftlich mit den Mitarbeitern um. Und es ist immer wieder bemerkenswert, wie viele Mitarbeiter er noch mit dem Namen kennt bei dieser Vielzahl der Filialen. Wir hatten es auch schon, dass er wirklich hoch ist auf die Treppe und die Lampen dann neu ausgerichtet hat. Aber an sich, also ganz nett, sagt er das nur nebenbei, was man noch mal verbessern könnte. Selbst die Kunden müssen damit rechnen, dass er einfach mal wissen will, was ihnen bei DM gefällt oder was nicht. Selbst Kleinigkeiten sind Chefsache. Gestern zum Beispiel in der Filiale mit der Ladenöffnungszeit, ne? Dass wir das nicht genug kommunizieren, wie früh wir unseren Laden aufmachen. Ne? Die Mitarbeiter, die dort tätig sind, die sind das gewohnt. Ne? Aber die Kunden, die von außen kommen, sind ganz überrascht, dass wir schon so früh aufhaben. Also müssen wir es kommunizieren. Das sind zwar nur Kleinigkeiten, aber es spielt eine große Rolle, weil es ja dann in der Tendenz in allen Filialen so ist. Ne? Ich bedanke mich bei Ihnen allen für Ihr Interesse und Ihre Applaudierfreude. Das war echt sensationell. Vielen Dank dafür.
Ich danke den Partnern Stern, Sparkasse, ZDF, Porsche. Unbedingt großer Dank auch an die Förderer Bertelsmann, Süddeutsche Zeitung und Sparkassenversicherung, dass sie das möglich gemacht haben. Das war die Verleihung des Deutschen Gründerpreises 2014. Einen inspirierenden und schönen Abend Ihnen noch. Tschüss.